So, nehmen Sie bitte Platz zum Finale. Wir sind ein bisschen weniger geworden im Laufe des Tages, aber was wir an Quantität verloren haben, das können wir durch Qualität kompensieren. Ich verspreche Ihnen ein sehr interessantes Abschlussgespräch. Wir haben uns entschlossen, das zu teilen in zwei Runden eine Stunde. Das ermöglicht vielleicht ein intensiveres Gespräch, als wenn wir von Anfang an sechs Teilnehmer, Teilnehmerinnen hier auf dem Podium hätten. Es gibt aber auch, das will ich nicht verhehlen, einen politisch-diplomatischen Grund. Es ist immer noch nicht ganz selbstverständlich und auch nicht risikofrei, für Akteure aus den arabischen Ländern zusammen mit Israelis öffentlich zu diskutieren. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, auch wenn es uns nicht freut. Auch deshalb haben wir jetzt diese Konstellation gewählt. So, ich kündige gleich auch noch an, weil wir jetzt wirklich knapp in der Zeit sind, werden wir dieses Abschlussgespräch auf dem Podium hier halten. Also entgegen der bisherigen Praxis, verzeihen Sie es uns, gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr für die Diskussion mit dem Publikum. Wenn ich für mich Revue passieren lasse, so die letzten anderthalb Tage, dann bleibt ein starker Eindruck, dass wir es im Nahen Mittleren Osten in der arabischen Welt mit einem historischen Prozess zu tun haben, mit einer sehr tiefgreifenden Veränderung. Soli Özel sagte gestern Abend, wir erleben jetzt die Auflösung der postottomanischen und der postkolonialen Ordnung. Ein Prozess von Nation und State Building, von dem wir noch nicht wissen, ob er auch zu einer Änderung der Grenzen führen wird, ob das eine fortschreitende Fragmentierung von Staaten auch bedeuten wird. Und wir wissen auch noch nicht, in welche politische Ordnung das führt. Vermutlich wird das auch gar nicht einheitlich sein, sondern es wird eher ein Pluralismus von Modellen geben. Aber es gab doch auch immer wieder einen sehr zuversichtlichen Grundton, dass diese Veränderungen zwar Zeit brauchen werden, dass sie von Rückschlägen begleitet sein werden, dass sie aber doch in Richtung einer demokratischen Neuordnung, einer demokratischen Entwicklung gehen. Wir wollen jetzt auf dem Podium am Ende einen Perspektivenwechsel vornehmen, nicht mehr so stark analytisch sprechen, welchen Reim machen wir uns darauf, was da in unserer südlichen Nachbarschaft geschieht, sondern eher über die Frage, was tun, sprechen. Und in dieser ersten Runde bietet sich das ja an, nochmal stärker, als das bisher der Fall war, auf die amerikanische Perspektive einzugehen. Ich begrüße dazu ganz herzlich Dr. Tamara Kaufmann-Wittes, Senior Fellow und Director am Sarbanes Center for Middle East Policy in der Brookings Institution in Washington, vielleicht der renommiertesten Adresse in den USA für die Auseinandersetzung, die intellektuelle Auseinandersetzung mit den Entwicklungen im Nahen Mittleren Osten. Herzlich willkommen. Zu meiner Linken Wolfgang Ischinger, den Sie vermutlich kennen werden, nicht nur aus seiner langen diplomatischen Karriere, die war ja vor allem im Ausland, sondern als Außenpolitik-Experte, der sehr häufig in den Medien hier präsent ist und der in seiner neuen Funktion der Präsident der Münchner Sicherheitskonferenz, der wichtigsten außensicherheitspolitischen Konferenz in der Bundesrepublik ist. Herzlich willkommen, Herr Ischinger.
Und last not least audit Iran, den Sie vielleicht auch schon im Rahmen der Konferenz gehört haben. Audit Iran ist ein Freund und Partner der Stiftung seit vielen Jahren mit dem Institut für National Security Studies in Tel Aviv. Er ist der frühere Direktor dieses Instituts und jetzt dort, wie heißt es, Senior Research Associate und sehr erfahren auch in Diplomatie, sowohl in der offiziellen wie in Second-Track-Diplomacy-Initiativen. Herzlich willkommen, Oded. So, let's start with Tamara. Was können wir erwarten, Tamara, was können wir erwarten von der zweiten Amtszeit von Präsident Obama? Man kann ja sagen, er hat stark angefangen, was den Middle East betrifft und dann auch ziemlich stark nachgelassen. Wenn man seinen Auftritt in Kairo noch erinnert, das war ja eine große Geste, seine Initiative gegenüber dem Iran. Aber daraus ist, wenn ich das richtig sehe, wenig gefolgt. Also was hat der Nahe und Mittlere Osten für einen Stellenwert in der US-Außenpolitik? Womit können wir in den nächsten Jahren rechnen? Und vielleicht gehen Sie auch noch auf einen Aspekt ein, der bisher hier wenig zur Sprache kam, nämlich die Frage der Bündnispolitik. Ich meine, die festesten Verbündeten der USA sind vielleicht auch die problematischsten Staaten in der Region, wenn man von ihrer langfristigen Stabilität ausgeht, von demokratischen und menschenrechtlichen Kriterien ganz zu schweigen, also die Saudi-Arabien und die Golfmonarchien. Ist das eine Achse, auf die eine langfristige Politik sich gründen lässt? Please. Well, Ralph, thank you. It's a wonderful question to start with, and I'm lucky, I suppose, to be here after our presidential election instead of before. I can speak with a little more certainty now, although I have to emphasize I'm speaking only as an analyst in an effort to make predictions. I can't speak authoritatively for what the Obama administration will do. But let me perhaps suggest some indicators. First, when it comes to the Arab transitions or the Arab awakening more broadly, I think that the president understands the fundamental reality of the region that we were talking about in our opening panel this morning, that regional stability will only come through a process of fundamental change in the relationship between citizens and their government. That is the lesson of the Arab Awakening, and that's the lesson that he's applied. In a second term, I think he'll continue to seek to engage with the governments in the countries in transition, and I hope we'll engage more broadly also with citizens and civil society. But we've talked a lot today and yesterday about the needs of this region if transitions to democracy are going to succeed. And here I think President Obama faces a fundamental challenge in our domestic politics, which is that the politics of foreign aid have become poisonous. Even though it is 1% of our federal budget, it's treated as though it were 25%. And it's an easy target for budget cutters. And so it's very difficult for the president to argue for new money to go to this region when people in the United States are still feeling economic pain at home. So this is a tremendous challenge, and it's a challenge I think he's going to have to confront with Congress to make the case for new resources. In addition to that, we have the issue of Iran. And I think in many ways, this is the most urgent issue in the region facing U.S. policy. Now, President Obama's commitment to nonproliferation is deep and sincere. It's been a central focus for him
throughout his first term, and his concerns about Iran's nuclear program are rooted in that broader non-proliferation policy and his concern that an Iranian nuclear weapon would cause a cascade of proliferation in the region that he finds destabilizing and unacceptable. But while I think there's a strong commitment to exploring every possible option to resolve this issue peacefully, I think we've got a very narrow window. We just had our elections. The Israelis are having elections at the end of January, and Iran is having presidential elections in June. So if you're thinking just in terms of domestic political calendars, there's a narrow window, really, between February and May to explore negotiations. And I think that that's going to be a tremendous challenge. Now, on alliance politics, this is in many ways the toughest long-term issue for the United States and for Europe, I think, dealing with the continued pressures for reform and change in the Arab world. And let me emphasize that the trends in the region that led to revolutions in several countries, those trends exist in every country in the region. We were talking earlier today about inequality in Saudi Arabia in the Gulf panel. And those pressures exist everywhere. The pressures for change are growing, even in the Gulf. And I think that governments in the Gulf are struggling with how to respond. And so I think as partners, we need to continue that dialogue with the Gulf countries in a very direct and honest way, not only about developments elsewhere in the region, in Tunisia and Egypt and Syria, but also about what's going on in their own countries and how they respond to it. I don't think there's a fundamental divergence of interests between the Western countries and the Gulf in the region in general. I think that there are differences on this issue of democratic reform, and we've got to resolve those differences through dialogue. One long-term thing just a short question interrupting your arguments. Aren't you afraid that the United States could fall again in this kind of trap, which you and we experienced concerning Mubarak and Ben Ali and these autocrats, you know, with a wrong balance between a value-based and a pragmatic realpolitik, you will lose your credibility and the support of those forces who, in the end, will go for a democracy and self-determination? Well, I think we have to start from the fact that we're engaged now in repair work. And we've been talking about that for the last 2 days. But I think that the U.S. embrace of the Arab awakening and support for democratic change is very deep-seated. That doesn't mean that we don't have conflicts between our interests in the region. We do. But as I said, I think we have to resolve them through dialogue. I guess there's one more thing I would put on the table, which is... stability over democracy will not work. I think we've already seen that it doesn't work. But there's one other thing that I think is important to note, which is the change in global energy markets and energy supplies. And this is not a short-term thing, but it's a long-term thing. Yeah. For the U.S., we've got new discoveries of shale oil and gas, offshore oil, new resources coming online. That's true in other parts of the world as well. So our dependence on energy from the region is changing. Yeah. Europe's may change, although perhaps more slowly. And so I think the balance of interests over maybe a 10-year horizon or a 20-year horizon could shift. So no more war for oil. if it ever was a war for oil. Yes, I agree. I agree. I have to be provocative. Oded, feel free to comment on Tamara's introduction, but for you I have a special additional question more related to the Israeli perspective. How could Israel regain any
kind of initiative regarding the developments in the region. The observation is, or the perception is, so what's going on in the Arab world is deteriorating the security, the strategic situation of Israel, but Israel has no clue to deal with that. It's more and more kind of shielding itself against its environment instead of acting with this environment. How do you think could this be changed? Thank you, Ralph. First of all, let me preface my answer with two personal comments. One on the cooperation that my institute has with the Heinrich Böll Stiftung. We are working, among other things, for example, on the role of the third party in the case of the conflict between Israel and the Palestinians. And I think this is a very constructive way of looking for solutions rather than just debating the problems, which is important enough, but it's not bringing the solution nearer. Second issue refers to your opening statement about splitting the panels. What is omitted from my bio in the pages which you received is the fact that for 3 years, I dealt with the normalization of relations between Israel and Egypt following the Camp David Treaty, what is called in Arabic, Tadbir al-Akat. And I invested in a lot of time, energy, and thinking about how to improve the relations. It's a very sad comment that 35 years later, an Egyptian member of parliament decides not to appear with me. Israelis are not perfect. The occupation is still going on. We hope that there will be a peaceful solution to our conflict with the Palestinians. The two-state solution is the only solution that is acceptable to me personally and to many other, if not the majority of the Israelis. And to see this phenomena of going back 40 or 50 or 60 years back in history is not very encouraging. And I guess I said what I wanted to say about this issue. Coming back to your question, I think that all of us outside the Arab world itself, and even in the Arab world itself, we were caught by surprise. We don't have good answers for this process which is taking place before our own eyes. It's fascinating, and in a way, it's also intimidating, because basically we don't know how to deal with the various aspects of this phenomenon, and they are not. It's not a unified process. There are things that are peculiar to Tunisia, and there are things which are totally different in Syria or in Jordan, which was very little discussed yet. But Jordan is a very important case, certainly from the Israeli strategic point of view. Now, I think that all of us were wrong or a bit sort of forgiving to ourselves in dealing with this issue. For many years, I stayed in Brussels, and I think that the mechanisms that Europe developed, mostly towards the Middle East and the Arab world, especially including, for that matter, Israel as well, but I'd speak now about the Arab world, were mechanisms that were aimed at distancing the Arab world from Europe, rather than bring them closer. We discussed a lot about money in these 2 days, but it's not only about money. It is about the value system that you developed in Europe, which in many aspects is a very constructive, it's a very looking forward about human rights, about a sensible economic way of dealing. Forget about the euro crisis for a second. I know it's serious, but you develop
institutions which could be a model for the human race. You managed to, in many respects, go beyond the state level. And instead of making an effort to try and expand the area of the European influence, you created the ENP and the Barcelona process and the European Union in order to distance yourself from us, from the Middle East. And I think that beyond the money, think of a way to bring us closer. Not in the neo-colonialism sense, but in the sense of values and institutions. And I think that this will be a very important contribution. Now about Israel itself. As Tamara said, we are going to elections on the 22nd of January. Ralph, I don't wish it upon you to become the Israeli Prime Minister. Think about it. Even if you don't have any ideology about the particular Palestinian areas, given the instability, the current instability, the uncertainty that the Arab Spring or the Arab uprising created, it is almost impossible to decide what will be the final borders of Israel. I mentioned Jordan. I wish Jordan stability. I wish the political system, including the king, a long functional life and stability, as I said, and economic development. But can I make a prediction, having been the ambassador in Jordan for 4 years, can I make a prediction of where will Jordan be in 5 to 10 years? And I need, as the Prime Minister of Israel, to make a final decision on the final borders of Israel? Very difficult. I don't accept the status quo. I don't accept the status quo that presumably exists between us and the Palestinians. It does not. Every day that passes, there are new settlers going to settle in the West Bank. For ideological reasons, for economic reasons, the two-state solution is in a serious danger. I admit to this. So we need to do something, not only because of the Arab Spring, but because it is the essence of the moral, democratic, political, and ideological existence of Israel. We need to take this decision. But given the difficulties, the objective difficulties that we are now witnessing in the Middle East, we need to find a way of doing it in a rational and a gradual way. And I hope that the new Israeli government, with the re-elected administration in Washington, with Europe, will be able to reach a common agenda towards the creation of the two-state solution with all these difficulties. This is where we can make some impact. My colleague Danny Rothschild yesterday said, and rightly so, the Arab uprising has very little, I'm not saying that it has nothing to do, but it has very little to do with the Israeli-Palestinian conflict. But we can contribute by removing the irritant called the Israeli-Palestinian conflict. And this is where we can make a difference. I just want to lower the expectations that even a partial, even a comprehensive solution will really solve all the other problems that we were discussing the last couple of days. Thank you. Thank you. Herr Ischinger, fühlen sich frei, jetzt einzusteigen in die Diskussion. Möchte ein möglichst lebhaftes Gespräch haben und nicht mit immer neuen Fragen für jeden Teilnehmer kommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie auch was dazu sagen werden, was die Europäische Union in dieser Situation tun sollte. Das werden wir in der zweiten Runde auch noch mal fortsetzen. Ja, vielen Dank. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich es tut mir richtig leid, dass ich nicht die Gelegenheit hatte, heute den ganzen Tag oder auch schon gestern dabei zu sein. Vielleicht zwei oder drei ganz kurze Vorbemerkungen. Ich finde, ein grundsätzlicher Punkt über die amerikanische Politik ist in den Kommentaren in unseren Medien und auch hier zumindest, soweit ich jetzt die Diskussion hier mitgekriegt habe, noch nicht
hinreichend deutlich gemacht worden. Ein Unterschied zwischen der Wiederwahl von Obama und der Alternative Romney ist ja, dass im Falle der Wahl von Mitt Romney eine Lähmung der amerikanischen Politik, insbesondere der amerikanischen Außenpolitik, für mindestens nach den Erfahrungen der letzten amerikanischen Wahlen von mindestens einem halben Jahr zu erwarten gewesen wäre, ganz sicher stattgefunden hätte. Die brauchen einfach, das haben wir erlebt, als Obama gewählt wurde, die brauchen mindestens bis zum nächsten Sommer oder würden bis zum nächsten Sommer brauchen, bis sie diversen Posten besetzt haben, bis sie wieder handlungsfähig sind. Mit anderen Worten, egal was man jetzt von Romney und Obama gehalten hat, der große Vorteil ist, dass die amerikanische Regierung jedenfalls erstens keine Ausrede hat. Sie kann jetzt nicht sagen, wir können jetzt nicht, wir können erst in 3 Monaten. Sie können eigentlich jetzt sofort. Und die Region kann auch nicht darauf vertrauen, dass man jetzt 6 Monate Zeit hat, um Unsinn zu machen in der Region. Die USA sind handlungsfähig und wir können deswegen auch Erwartungen an sie haben und müssen uns auch selber, wir Europäer, darauf einstellen, dass auch an uns von amerikanischer und von anderer Seite Erwartungen gerichtet werden. Punkt 1. Punkt 2, wenn wir überlegen, was der Westen, die USA, wir Europäer tun könnten, sollten, müssten, dann liegt eine grundsätzliche Überlegung relativ nahe. Bitte die Möglichkeiten der Veränderung der Lage in der Region durch militärische Maßnahmen möglichst kleinschreiben. Wir haben gelernt über die letzten 10, 15 Jahre, dass natürlich das Vorhandensein militärischer Macht und auch die mögliche Drohung mit dem Einsatz militärischer Macht aus der internationalen Politik nicht nur nicht wegzudenken ist, sondern wichtig bleibt. Dass aber der Einsatz militärischer Macht zur Veränderung der politischen Lage, insbesondere in dieser Region, kein besonders geeignetes Mittel ist. Deswegen bin ich der Meinung, sollten wir vor allen Dingen über nicht-militärische Optionen reden. Drittens und letztens, weil das so ist, sollten wir überhaupt die Möglichkeiten von außen auf die Entwicklung in der Region einzuwirken, nicht überschätzen. Wir dürfen uns auch nicht selber übernehmen. Das war in der Vergangenheit gelegentlich der Fall. Man dachte so unter 27 Europäern oder insbesondere, wenn man mit den amerikanischen Partnern zusammensaß, wir verändern jetzt mal die Weltlage. Es hat sich gezeigt, zumindest aus meiner Sicht, dass das so einfach nicht ist. Es ist weder in Afghanistan besonders erfreulich gelungen, noch bei den Versuchen in der Region die Weltlage zu verändern. Also ich rate zur Bescheidenheit. Jetzt noch ein letzter Punkt, wenn ich darf. Was sollte jetzt die europäische Linie sein? Ich glaube, dass angesichts der dynamischen Entwicklung in der Region, also Arab Spring, quote unquote, es wichtig ist, dass die Europäische Union das Prinzip nicht vergisst, was ich als junger Diplomat mal gelernt habe. Das heißt, wer schnell gibt, gibt doppelt. Also mit anderen Worten, es ist ja sehr schön, wenn man Freihandelsabkommen aushandelt, aber es ist nicht so schön, wenn man Freihandelsabkommen aushandelt, die dann vielleicht in 5, 6, 8, 10 oder 15 Jahren wirksam werden. Ich glaube, was die Region braucht, ist Wirkung jetzt. Jetzt, also möglichst 2013, 2014, 2015. Ich würde also sagen, lieber ein weniger perfektes Abkommen als Wirkungen auf Prosperität, auf Entwicklung der Gesellschaften in dieser Region jetzt. Das wäre mein Plädoyer, wenn wir über die Möglichkeiten europäischer Politik sprechen. Und allerletzter Punkt. So sehr ich mich freue, dass
unser israelischer Partner hier auf dem Podium sich weiterhin engagiert für die Zwei-Staaten-Lösung ausspricht. Ich muss sagen, ich sehe jetzt nicht, wie der Weg zur Zwei-Staaten, zu einem Comprehensive Settlement in diesem Sinne, wie der gelöst werden könnte, ohne dass zunächst einmal das Thema Syrien aus der Welt geschaffen ist. Und ich glaube, dass wir uns auf diesem Weg auch erst dann wirklich wieder voranbegeben können, wenn wir wenn wir Licht am Ende des Tunnels beim Thema Iran sehen. Und deswegen hängen die Dinge eben alle eng miteinander zusammen. Wir können nicht das eine machen, ohne das andere, das eine machen wollen, ohne das andere auch voranzutreiben. Okay, vielen Dank. Tamara, jump in. Please. Thank you. I just want to pick up on a couple of points from Oded Aran and Wolfgang Ischinger about influence. And I think in many ways, it's true of Israel, it's true of Europe, and it's true of the United States. For the last 2 years, we've all been reacting to what's happened in the Arab world. We've all been in a reactive mode and in a very short-term reactive mode. We have the opportunity now to deal with these issues more strategically. And I hear a lot of discussion in Washington about, well, how much influence do we really have? Is our aid really leverage? Or is it leverage that works against us as much as it works for us? And I know that there are similar debates that take place here. It seems to me that our influence doesn't come simply from leverage. It doesn't come simply from aid or from military cooperation or from arms sales or from conditionality. It comes from an overall relationship between the West and the countries of the Middle East. And I think the question that we face now, the challenge that we face, is whether Europe and the United States can credibly demonstrate that countries in the region that are institutionalizing democracy, that are protecting human rights, that are undertaking liberalizing reforms, will have a deeper, richer, more meaningful relationship with the West than countries that aren't. If you think about, we've talked earlier today about the difference between the Arab Awakening and what happened in Eastern Europe, and here we are on the anniversary of the fall of the wall. Eastern Europe knew what it wanted to be. Yeah. It wanted to be there Western Europe. There was a clear direction. Right? Clear direction. There was a clear direction, but more than that, there was a clear framework from the West. Yeah. EU membership, NATO membership, and all of the requirements that came along with that. Institutions and assistance, both. Yeah. Yes. The Arab world is deciding now what it wants to be. And we can't give it a list of demands, but we can create a framework and say, this is what our relationship will be like if you go down this path. But that's up to us to develop that framework. It's more than aid. It's more than the Deauville Partnership. It's an architecture that we haven't built yet. So now, Oded, in your previous statement, you said the instruments which have been created by the European Union, European Neighborhood Policy, partnership agreements, this has been instruments to distance the EU from the Middle East. Could you elaborate a little bit on that? Because this should have been the institutional framework for cooperation and building bridges and networks. Say, please speak into the mic. Oh, sorry. It's very strange that I will say this on this very day, because the tragedy started today, 23 years ago, for the Middle East and Europe, because the effort, the major and possibly the only effort that Europe invested was in the enlargement, for understandable reasons. There was very little A, money, B, energy to deal with the other
partner on the southern shores of the Mediterranean. You were focused, and maybe rightly so, not maybe, rightly so, on changing Europe after the collapse of the Soviet system. Now, the three mechanisms were sort of a compromise and a very bad compromise. And today, given the sort of the anti-colonialism which has erupted in the Middle East, I don't know for what reason. Egypt has been free of any colonialist period influence, certainly after 52 or 54. North Africa fought bravely against the French colonialism and got rid of it. But anyway, I cannot judge why there is this neo-anti-colonialism or anti-neo-colonialism. But coming back to what I propose, what I wanted to propose, is that when the EU document from Brussels says more for more, it is not clear what is the more on this side and what is the more on the other side. More money? You don't have more money. You can hardly cope with the financial problem. I'm not facetious. I understand them, and it doesn't matter whether you have my sympathy or not. But it's you don't have more money. Egypt is now negotiating a $4.8 billion. So altogether, the EU has a budget of $6.9 billion for the whole Middle East, from Africa, from North Africa to Iraq. Is that what will solve the economic problems? No, it won't. It's important, but it's not going to solve the issue. What you need to offer, in my view, is more. If you Mediterraneans, you are interested in our assistance in terms of building institutions, in terms of human rights, in terms of fortifying, strengthening your economic performance, we are there. What you need to do is to we offer this. You accept in environment for example, on the issue of environment, you accept the acquis communautaire, because the Mediterranean is the same Mediterranean on the coast of Alexandria and on the coast of Napoli. It's the same. And you say to them, if you accept this, we will make you partners in the decision shaping. You're not members, so you don't vote. In the decision shaping, you are part of the system. What you did in, not you personally, but Europe, in the Barcelona, ENP, all of these institutions, you say, we will create a mechanism for you. And we will sit on one side, you will sit on the other side. This is not partnership. This is not partnership because we are not party to how you get to a decision on the environment concerning the Mediterranean. We are told, take it. And this is not what all of us in the Mediterranean, on the other side of the Mediterranean, want. We want to be able to participate in how you get to this decision. We don't vote, I admit. But at least we can put our point of view to you. So money is important, but it's not only. It's the building of confidence. It's the building of sharing the same values and the way you get there. And then, hopefully, you influence one another, and I am sure that this will be a constructive way of influencing the developments that will occur as a result of the Arab uprising. It's difficult. I can see the difficulties, both because of the enlargement and the enlargement fatigue, and because of the current crisis, which is a very deep crisis, the financial, it's not only financial, it's beyond the financial. It has a financial manifestation in the case of what you do with the euro and the loans and the debts and everything, but it goes beyond that. Okay. Vielen Dank. Lassen Sie uns die letzte Viertelstunde, die wir noch in dieser Konstellation haben, nutzen, um über zwei heiße Eisen zu sprechen. Syrien und Iran.
Weil Sie haben gesagt, das Blutvergießen in Syrien muss gestoppt werden, jedenfalls dem Sinn nach. Das ist eine Voraussetzung dafür, um auch andere regionale Probleme konstruktiv lösen zu können oder zumindest bearbeiten zu können. Und das Ähnliches gilt für den Konflikt um das iranische Nuklearprogramm mit der Eskalationsdynamik, die da drin steckt. Ich meine, jetzt konkret, was tun in diesen beiden Brennpunkten? Was tun? Also ich fange mal, wenn ich darf, mit dem Iran-Punkt an. Da müssen wir uns im Westen nicht nur mit der Frage beschäftigen, was wollen die Iraner, sind die überhaupt verhandlungsbereit? Das ist eine Frage, die häufig in den Vordergrund gestellt wird. Wollen die überhaupt verhandeln? Macht es überhaupt irgendwelchen Sinn? Wir müssen uns auch etwas selbstkritisch mit der Frage beschäftigen, sind wir eigentlich verhandlungsfähig? Und ich will mal auf einen Punkt hinweisen, der mir relativ klar zu sein scheint. Wenn ich jetzt der iranische Unterhändler wäre der letzten Monate und Jahre, dann würde ich meinem Präsidenten Ahmadinejad sagen, das lohnt sich gar nicht, weil zumindest die USA gar nicht verhandeln können. Das verändert sich jetzt nach der amerikanischen Wahl. Ich glaube, tatsächlich, objektiv betrachtet, war die amerikanische Iran-Politik die letzten vielen Monate wegen der bevorstehenden Wahl gelähmt. Es wäre stellen Sie sich bitte mal folgendes Szenario vor. Stellen Sie sich mal vor, die iranische Seite hätte gesagt, okay, wir akzeptieren alle westlichen Bedingungen, insistieren allerdings, dass wir anreichern dürfen bis 2% oder irgend so eine Bedingung. 20. Ja, das, oder irgend so eine Bedingung. Ich weiß. No. This is hypothetical. Ich weiß nicht, ob die Bundesregierung, ich weiß nicht, ob die britische Regierung imstande gewesen wäre, auf solche Überlegungen einzugehen. Klar ist jedenfalls, die amerikanische Regierung hätte nicht darauf eingehen können, weil wenn sie darauf eingegangen wäre, wäre sie in der Luft zerrissen worden in der Wahlkampfsituation vom Gegner, von der Opposition. Wäre verurteilt worden wegen Schwäche, wegen zu großer Kompromissbereitschaft und so weiter. Jetzt gibt es zum ersten Mal in der Iran-Frage eine Chance. Und die gibt es nicht nur deswegen, weil die USA jetzt einen Präsidenten haben, der frei ist von der Sorge, wiedergewählt zu werden, sondern die gibt es auch deswegen, weil eine wichtige Gruppe von amerikanischen Kollegen, von uns, von mir, im September, das ist ja kein Geheimnis, mit Herrn Ahmadinejad in New York gesprochen haben und diese, wie nennt man das auf Neudeutsch, diese Track-2-Initiative hat zumindest bei den handelnden amerikanischen Kollegen Tom Pickering und andere den Eindruck erweckt, dass wir es auf iranischer Seite möglicherweise jetzt nach der amerikanischen Wahl tatsächlich mit einer genuinen Bereitschaft über einen Deal zu sprechen zu tun haben. Ich unterstelle mal, dass das stimmt. Ich war ja selbst nicht dabei. Ich unterstelle mal, dass das stimmt. Dann könnte hier tatsächlich in den kommenden Monaten eine große Chance bestehen. Die ist deswegen kompliziert. Sie haben das, glaube ich, selber vorhin gesagt, weil im Frühsommer oder Spätfrühling im Iran auch Wahlen anstehen. Aber immerhin, ich habe sehr genau hingehört, als Ali Larijani, immerhin der frühere Unterhändler und jetzige Parlamentspräsident, vor wenigen Tagen gesagt hat, nach der amerikanischen Wahl, Gespräche mit den USA sind für uns nicht tabu. Oh, das habe ich aus seinem Mund so bisher noch nie gehört. Also ich denke, da ist eine Chance. Und deswegen glaube ich, wenn man jetzt nach Opportunities sucht, wie man in der Frage des Umgangs mit der ganzen Region in den Krisenfragen vorwärts kommt, dann fällt es mir leichter, hier bei der Iran-Frage eine große Chance zu sehen, die man beherzt ergreifen muss,
als im Falle Syrien, wo ich glaube, dass wir noch viele Monate schwere Probleme, unlösbare Probleme haben werden. Und ich will enden mit dem Punkt, die Aussicht, dieses Iran-Thema lösen zu können, die ist natürlich dann ganz gering, wenn wir glauben, das sage ich als jemand, der selber relativ viel Verhandlungen zu führen hatte in den letzten 10, 15, 20 Jahren, wenn wir glauben, die iranische Führung öffentlich vor der gesamten Weltöffentlichkeit auf die Knie zwingen zu können. Also wir müssen denen schon einen Deal anbieten, der es den Iranern auch erlaubt, zu Hause zu sagen, wir haben unsere Interessen zumindest im Kern gewahrt. Also den totalen Offenbarungseid im Sinne der amerikanischen Position aus der Bush-Ära, mit dem wird es keinen Erfolg geben können. Deswegen würde ich also für einen Mittelweg plädieren, der unsere Interessen sichert, dass es nicht zu einem militärisch gerüsteten Iran gibt, aber unter Verzicht auf einen iranischen Kotau. Okay. Tamara, is there a window of opportunity and is there space for compromise regarding Iran? And second, please, Syria. Yes, I want to actually address Iran fairly briefly and then speak to Syria at greater length. I don't disagree with anything that Ambassador Ischinger had to say. I think there is a window of opportunity. I think that on each side, there is a need for reassurance on one fundamental point. On the Iranian side, they still don't believe that the U.S. and the West are not fundamentally bent on changing the regime. And that's what they're looking for reassurance on. Can they be reassured? I don't know. But that, I think that's what they're looking for. On our side, on the Western side, we need reassurance that they're not simply using negotiations to run out the clock and sneak across the line. And I think it is very difficult for each of us to get the reassurance that we're looking for. Direct dialogue might be the only way. But as I said, I think the window is there, but it's narrow. It's very time-bound. And so we have to use it to the utmost. So that's on Iran. Now, on Syria, you seemed to suggest that the road to Damascus leads through Tehran, more or less. I'm not sure I agree. I think we have to be very clear-eyed in understanding how we got to where we are in this crisis. Syria had a peaceful uprising for months in the face of incredible brutality from the Syrian government. It became an armed uprising because of the brutality of the Syrian government. Whether or not there is a military solution or a non-military solution to the Syrian crisis is not entirely our choice. It is largely the choice of the Syrian government, unfortunately. But I think that is the case, and I think we have to face that. That's the first thing. The second thing about how we got to where we are in Syria is that while that peaceful uprising was slowly transforming into an armed insurgency, and now, unfortunately, transforming into a sectarian civil conflict. What were we doing? We were in New York trying to convince the Russians to change their position. We were not focused on what was happening on the ground. We were focused on our own little diplomatic drama. And the crisis got worse because we weren't paying attention. We didn't have our eye on the ball. Is it too late now? I worry, frankly, because I think once a conflict moves into this kind of communal violence where individuals and villages and communities feel that if they don't keep fighting, they will be slaughtered, it's very difficult to change the dynamic. And we lived through this in the Yugoslav wars. So I very much hope that we haven't lost the chance and that there might still be a solution, but I don't think we should kid ourselves that
that if we come up with the right diplomacy, we will be able to solve the problem. Thank you very much. Final comment by Oded Iran. There are too many stories in the Israeli and the international press about divergence of opinions between the political leadership in Israel and the security establishment on the question of how to deal with Iran and the military option, for me to deny these stories. And I think I put it as diplomatically as I can. The point is that the majority of the Israelis, if I may represent them here tonight, will prefer the diplomatic option in solving the Iranian nuclear program, military nuclear program. And Tamara is absolutely right. There comes a point when you have to decide whether the Iranians are just trying to bluff their way towards this capability or they are serious. And this is the tough decision, and this is probably the point of difference between us and the United States on this issue. But I suppose that if the United States and Israel, given the two rounds of elections in the United States and Israel, will reach an understanding on this issue, the point is that Israel will go for the method of solving it. Now, there will be serious problems on the details, the 3.5, the 5, the 20% enrichment, etc. And for the time being, at least, the P5 plus 1 position is against any enrichment. Hard for me to believe that this will be the final detail in the package, but there it is, just point of reference in future discussions about this issue. Ambassador Ischinger, I did not understand another linkage which I thought you made, and that is between the Syrian situation and the Israeli-Palestinian conflict. I did not understand it. The Israeli-Palestinian issue is tough enough before you add other linkages to it. And in my assessment, the Syrian domestic situation will continue to be one of chaos for several years. Syria, given its demographic composition and given the various players inside Syria, the situation there may take a long time before it's solved. Linking it, and there's no natural or logical linkage between the two fires, the Israeli-Palestinian and the Syrian fire. It adds to the headache that Syria's neighbors have, whether it's Turkey, Lebanon, and Israel, but it is not directly linked to the solution of the Israeli and Palestinian conflict. So I would make a serious effort to de-link it, to de-link one from another before we complicate our lives, which are complicated as they are. Thank you. Thank you very much. I'm really sad to interrupt this very interesting conversation. But I have to do it brutally and unfortunately, because we have other very interesting speakers for the second round. So thank you very much, Tamara, and thank you very much, Oded. And I would like to invite our next guests, Franziska Brandner, Mohammed Ali Abdallah Adarat and Ibrahim El Hudaibi, to the panel. Thank you. Gregor, wir brauchen neues Wasser. Gregor? Ah ja, okay. Vielen Dank.
So, ohne große Vorrede jetzt in die zweite Runde. Ich habe schon kurz die Namen genannt. Die längeren Biografien können Sie ja in den Tagungsunterlagen nachlesen. Deshalb nur noch mal kurz. Mohammed Ali Abdallah Adarat ist Mitglied des General National Congress und Gründungsmitglied und Präsident der National Front Party in Tripolis. Herzlich willkommen. Ja. Franziska Brandner zu meiner Rechten ist Mitglied des Europaparlaments, dort im Auswärtigen Ausschuss und über die letzten zwei Jahre sehr, sehr engagiert, was die europäische Nahostpolitik betrifft, insbesondere die Entwicklung im Maghreb. Sie ist vielfach vor Ort gewesen und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und Ibrahim El Hudaibi ist Senior Researcher im Haus der Weisheit, House of Wisdom, Center for Strategic Studies in Kairo. Herzlich willkommen. So, entgegen meiner Ankündigung, dass wir jetzt weniger über den Status quo reden, sondern mehr über was tun und Perspektiven, würde ich doch gerne unseren Gast aus Libyen bitten, weil das bisher in der Konferenz, jedenfalls im Plenum, kein Thema war, uns ganz kurz Ihre Einschätzung zu geben zur Entwicklung der politischen und gesellschaftlichen Situation in Libyen nach dem Sturz des Regimes. Wie sehen Sie, wo steht Libyen heute und wo sehen Sie die Probleme und Perspektiven? All right. First of all, thank you very much for this opportunity to be here with you in this great conference and in the middle of the nation-building process that we are going through in Libya. It's very important for us also to keep connected with the rest of the world and not be too bogged down with our internal struggles and challenges that everybody is keeping a very close eye on. I think Libya provides a lot of unique elements in the European or Western world Middle East relationship that requires us to pay very close attention to those uniquenesses and not generalize the approach and the type of relationship that can be built with Libya in the future compared to some of the other countries. At the same time, there's a lot more common grounds than you would think, but I think it's very important to understand the dynamics of those unique characteristics. Libya is a much more homogeneous society, very little sectarian or religious differences, which is one of the biggest uniquenesses in the Middle East region. That's not very common. And also the vast resources, oil and financial resources of Libya also provides a unique element that some of the other Arab Spring countries do not. And one other element, and it was a sad reality that it had to come to it, but I think it's always good to take any positives we can from negative interventions, which was the NATO military intervention in the Libyan revolution. I think one of the positives now that we have is that because of that intervention and the strong stance that the international community, specifically NATO, had in protecting the Libyan people, actually has helped quash or overcome any of the anti-Western sentiment. They may have been there, even though personally I have a different view on whether it was ever there or not. And I think also there is a lesson to be learned in some of the other conflicts in the region, specifically in Syria, and how the difference or the double standard, and sometimes we are making decisions on that. So coming back to the Libya, before I get off on another soapbox here, I think Libya's challenges today, and I speak not only as a Congress member and the head of a political party, I speak first and foremost, and I always try to do as a Libyan citizen. I spent most of my life living abroad because of the dictatorial regime of Gaddafi. And the moment I had an opportunity to go back home in order to be a change element, thousands of other young Libyans like myself did. They took the opportunity to do that.
And I don't mention that in order to amplify my own personal story, but I think there's actually a diplomatic and a political message there, is that the immigrants that were forced by choice or through other mechanisms to live abroad, mainly in the Western societies, whether it's in Europe or in the US or any other countries, these people are ambassadors. Just like the other way around, when these people go back, they are also ambassadors for some of these relationships. And I think this is where a very important asset that has to be realized and invested and not taken lightly. I think people like myself can be change makers. They can be change elements, positively or negatively. And I think this is one of the assets I think that need to be invested in. At the same time, and I say it just as strongly as my first point, is that Libyans, or any, and if this applies to any country, and I speak for Libya because of my situation, young Libyans are anxious and eager for a partner and eager for someone to help guide them. They're not looking for a paycheck only. They're not looking for the latest iPhones. They're not looking for the latest gadgets or the latest cars. Of course, they're looking for those, but this is not the main thing. They're looking for respect and dignity. And if you take that as an example, these young people are going to be the leaders of these countries very soon. And some of them are already. And I think the first partner that is able to provide that commodity of dignity and respect in the way that we are interacting and dealing with each other, they will have the advantage for years to come. And I say that, and I'm sorry for taking a long time on this, but that I think when it comes to interaction and when we want to look at diplomatic and political relationships, just like there was a change on the other side of the Mediterranean, there has to be a change on the north side of the Mediterranean as well. Hopefully without any bloodshed. But the change I'm fundamentally talking about is in between the ears and the way we look at each other. And the tone, yesterday, I don't remember who I was speaking to, one of the colleagues, and I said, one of the most frustrating things in the few months that I've been in politics right now, in leadership in Libya, is that I still sense a tone that does not necessarily genuinely speak for partnership. And I really want to salute Dr. Soli Ozmir from his speech. I don't know if he's still here today or not, but his input yesterday, I think, was one of the most brilliant things I've heard when it comes to addressing the Western world's view and relationship with the Middle East in general. And I think in Libya, it's even more so. And this is one of the most frustrating things. There is a superiority and inferiority complex, yes. And I'm one of the biggest proponents internally in Libya. When I listen to those criticizing the Western world, how they deal with Libya, they're only looking after their own interests and etc., the conspiracy theory, it's blah, 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 blah. I don't put up with that because I think no one can conspire against you unless you allow them. And this is one of the things that we have to be able to understand. When it comes from the Western world's view on Middle Eastern countries, that view has to change. That view has to change, and it has to be done quickly. And the quickest person, the quickest country or region or companies, this applies to all levels, not only political. The quickest persons, the groups that do that, they will have the advantage for years to come. Vielen Dank. I have keep the mic. Ich habe eine kurze Nachfrage. Sie sind jetzt in der libyschen Politik institutionell. Erleben Sie die EU als paternalistisch? Erleben Sie, dass es da noch in der Sprache, im Stil immer noch diese Überheblichkeit gibt? Oder wie nehmen Sie das wahr? I don't want to generalize, because I think there's actually some genuine effort, especially in specific programs. And I've participated in some of them, including the election of the Congress that I was in. And this was actually a very positive and very effective and influential level of participation. But when I spoke about the paternalistic approach, I'm speaking specifically on when it comes to economic
policy, when it comes to trade agreements, when it comes to contract agreements, and when it also comes to, for example, and I'll be specific regarding the ICC and the International Criminal Court and the trial of Saif al-Gaddafi and a lot of the Gaddafi associates. There is a sense of not only paternalistic approach, but sometimes it's actually very derogatory, the approach and the principles that are being imposed without taking into consideration the will of the Libyan people. This is just one example. So I think in some elements, very important ones, yeah, it's still there. It's very hard to segment between what's, you know, political maneuvering and what's actually, you know, principles that are not, that the EU is not willing to budge on. So that's a very fine line. A lot of people in Libya, for example, view that the EU is not taking a strong enough position in order to protect the rights of the Libyan people to have these criminals put on trial in Libya. Mm. This is just as an example. So this is one. Did I change my name? This is the. It's the right one. It's the right one. Yeah. So this is just one example of where Libyans sometimes will start to lose confidence in the EU. And I'll go back to the first point I made about the post-war with the Gaddafi regime. I think, you know, nobody ever would have thought that you would see the German, French, and British flags flying all over the city, the streets of Tripoli, Benghazi, Misrata, and Sabha. You know, that nobody would ever would have dreamed of that. But I think nobody gave them an order and said, go put up the German or French or British flags. People genuinely felt that these countries stood by them and that they owed that kind of respect. Now, they felt respect and dignity. Now, as days went along, that starts to wind down. That's typical. In any kind of relationship, you always have those ups and downs. But I think if you don't invest, you know, the uphill climb, you will have a lot more downhill. And this is where I'm trying to... I don't want to paint too bad of a picture, but I think there's also missed opportunities that we cannot afford. Thank you very much. Mr. El-Huldaibi, was sind Ihre Erwartungen mit Blick auf Europa und die Europäische Union? Geht es eher darum, die Eigenständigkeit zu betonen und sagen, den Abstand gegenüber Europa, oder was sind die Erwartungen im Hinblick auf Zusammenarbeit und welche Rolle könnte die Europäische Union spielen, ohne dass sie in die neokolonialistische Falle sozusagen läuft? Is that working as it is? I think it's important in order to try to understand what role should Europe or the United States play, to first understand what went in the revolutions. And I think that there are three paths to this revolution that are equally important. The first is the need for democracy that was there and was growing. I mean, in the case of Egypt, with the reform movement of 2005 and Baradei's return in 2010 and so on and so forth. But there are two equally important paths to the revolution. The first is the growing social protest movement that accompanied the implementation of neoliberal policies starting 2002 with the ascent of Gamal Mubarak in Egypt, that led to a growing wave of social protest. And the second is the need for independence of foreign policy that was there with the birth of a national movement, initially supporting the Palestinian Intifada in 2000 and then opposing the U.S. invasion of Iraq in 2003, the war on Lebanon in 2006, war on Gaza in 2008 and 2009. And this is a third component, and this was the Egyptian revolution. And if you look at the slogans of the people on Tahrir, they have to do with all three components equally. Now, what should the EU or the US or any foreign party do, or that needs to, or that wants to assist the transition? There is a short-term plan and there is a long-term plan. For the short-term plan, what's most important, actually, that's governing in both short-term and long-term, is changing the nature of relationship. As so many people have said here in the conference, if we're looking for partnership, then we're looking for real partnership,
partnership of equals. And we should get rid of this colonial mentality and look beyond that. That is very important, and it has a huge impact, even when discussing the details of every project. So for the short term, what's technical exchange or exchange of experiences on issues, most importantly, the security sector reform, and this is a huge problem in the case of Egypt, the judicial reform, media reform, those are serious issues in the case of Egypt. But also, I think that's more important, do not push for the reinstallation of the same policies, the same neoliberal economic policies that led us to where we are. I mean, Europe has enough problems because of these policies. We've had our share of problems because of these policies. We cannot be pushing for, again, doing the same mistakes, and this is a very serious problem in the case of Egypt, I would say. On the long term, I would say again, and I think most of what has been said agrees with that, that for a better type of relations, this has to do with like relations between individual countries, but it also has to do with the regional policy. You cannot establish better relations with the Arab world while adopting the same positions towards the Palestinian question. You cannot do that. This won't happen. I mean, simple and plain. So that is very important to understand. And no matter how much we try to move around it, that doesn't resolve the problem. Adopting the same stance, the same bias towards the Israelis in that case, doesn't resolve the problem with the Arab world. Also würden Sie sagen wollen, dass der israelisch-palästinensische Konflikt der Schlüssel ist für die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und der arabischen Welt. Das haben verschiedene andere Rednerinnen auf dieser Konferenz ja doch stark relativiert, sagen, ob tatsächlich die Palästina-Frage für die breiten Massen in Ägypten und oder in Libyen oder in Algerien oder in Marokko tatsächlich die zentrale Frage ist. It does play a central role, not necessarily the central role, but it does play a central role. Again, you have this question with the other question again of the type of economic relationship, and the economic relations is not only about it's about the system of relation, the type of engagement we have, the type of the shared resources. The question of environment is a very important one in that case, but it's not the only question of the shared economic resources and the economic systems and everything and mutual relations and everything. But definitely, I would argue that the Palestinian question is very important for the vast majority of Egyptians. Statistics say that 97%, according to Gallup statistics, say that they do not approve, and that they do not approve of the siege on Gaza, and that they think that this is a very important. Which kind of siege of Gaza? Is there still a siege of Gaza? There is still a siege of Gaza. Yes. Yes. Uh-huh. Yes. Okay. So, Franziska, was tun? Die einfache Frage. Erstmal auch herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, auch auf dem Panel sitzen zu können. Ich glaube, zwei Sachen mal zu grob zusammengefasst. Das eine wurde in der ersten Runde vorhin schon angedacht, bring us closer. Ja? Und das zweite ist be more critical. Darf ich es ganz kurz erklären? Ich finde es immer interessant, wenn wir momentan über Europa-Krise sprechen, Euro-Krise, Griechenland, Spanien, Portugal, reden wir immer von der Peripherie. Und ich denke, das ist Teil des Problems, was auch übertragen dann genauso eben Teil dieses Denkens ist zu Nordafrika. Wir hatten diese Woche ganz spannende Debatten und ein neues Projekt gestartet, das heißt Ulisse Project. Und die Idee ist zu sagen, relaunch the European Integration from the Periphery. Also, dass sie selber sagen, wir nehmen das auf, dass ihr uns immer als peripher definiert und sagen, wir wollen neu die Integration starten um das Mittelmeer rum. Und dazu sagen, wir sind nicht mehr das Periphere, sondern Finnland.
ja, liegt am Rande dessen, wo das Neue sich entwickelt. Und ich glaube, das ist Teil des Denkens. Ja? Wohin geht es? Wo ist Zentrum? Wo bewegt sich? Wo wird wirtschaftliches Wachstum kommen? Wo sind Innovationen? Junge Leute, ausgebildete Leute. Und da finde ich, wäre es klug, wenn wir anfangen wieder zu denken als dem Mittelmeer, als einem Raum, den wir eben gemeinsam teilen und der nicht peripher ist, sondern zentral. Was Odette vorhin vorgeschlagen hat mit der teilweisen Teilnahme an europäischen Entscheidungsverfahren im Gegenzug zur Übernahme von dem sogenannten Acquis, also von auch europäischer Gesetzgebung. Das haben ich und andere in einem Bericht 2007 schon vorgeschlagen. Damals war ich noch in Oxford mit Kalypso Nikolaidis, haben wir genau das gesagt. Also, wenn ihr das wirklich als Partnership wollt, dann macht den Deal. Die Fischereipolitik wird dann hinterher aber nicht mehr nur noch von den Nordländern des Mittelmeerraums bestimmt, sondern von allen zusammen. Aber dafür halten sich dann auch alle an die Fangquoten und wir machen eine gemeinsame Fischereipolitik. Und ich glaube, wir müssen uns wagen, die interne Debatte, die wir in der EU ja über die unterschiedlichen Geschwindigkeiten führen, auszuweiten und zu sagen, lasst es uns doch als Chance begreifen, es eben auch zu öffnen für den, sag ich mal, südlichen Teil des Mittelmeers und auch dort zu überlegen, wie kann man die in die Entscheidungsprozesse einbinden. Ich glaube, die Möglichkeiten gibt es. Warum soll es denn nicht möglich sein, wenn wir innerhalb der EU differenzieren, auch nach außen uns noch weiter zu öffnen und dort, glaube ich, auf einer wesentlich größeren Augenhöhe deinen gemeinsamen Politikfehler zu machen. Da, glaube ich, ist noch viel Spielraum. Und was gerade gesagt wurde, angedeutet wurde mit dem IMF-Loan, bei dem beteiligt sich da die Europäische Union auch, das wird der ägyptische Rettungspaket kommen, finde ich es unglaublich, dass die einzige Konditionalität, die damit wieder einhergeht, die typische IMF, Economic, you have to privatize, etc., Konditionalität ist. Anstatt zu überlegen, wie könnte man es politisch von mir aus konditionalisieren oder sozialpolitisch konditionalisieren, gehen wir wieder zurück auf die IMF, Old Recipe Conditionality. Und die EU übernimmt das 1:1. 1:1. Keine Diskussion innerhalb der europäischen Ebene auf der offiziellen Ebene. Und das finde ich etwas, wo ich glaube, das ist einfach ein Zeichen von, wir haben nicht gemerkt, dass sich was verändert hat und dass wir diese gleichen alten Diskurs einfach nicht wieder vor die Nase setzen müssen. Und ich glaube, Ägypten wird nicht viel Wahl haben, weil sonst einfach Ägypten wirtschaftlich vor die Wand fährt. Aber es wäre ein Moment zu zeigen, wir haben verstanden, dass sich was geändert hat und wir diskutieren gemeinsam. Das heißt nicht, dass mir gar keine Konditionen stellt, aber vielleicht andere und vielleicht gemeinsam nachgedacht. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, aber trotzdem zu sagen, und das habe ich mit Be More Critical überschrieben. Ich sehe momentan von den europäischen Institutionen einerseits ein großes Desinteresse, andererseits ein großes Festhalten eigentlich an der Status-Quo-Politik. Früher haben wir den Mubarak, und wir sage ich nicht, aber die offizielle Politik, Mubarak, Ben Ali, wie sie alle heißen, Gaddafi unterstützt, weil man Angst hatte auch vor den Islamisten. Das war einer mit der Gründe. Und heute unterstützt man die aktuell gewählten Regierungen aus Angst vor den Salafisten und ist unkritisch. Da hat sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel geändert. 1:1 über, so, jetzt hat man Angst vor den Salafisten und sagt, nee, wir dürfen jetzt aber die Muslimbrüder nicht so stark kritisieren, weil der Druck von den Salafisten so und so. Es erinnert einen, man kann es fast ersetzen. Und man hat den Eindruck, man ist vor 3 Jahren in der Zeit. Deswegen sprechen wir als Europäische Union nicht mehr die Probleme der Pressefreiheit an, die Frage der NGO-Freiheit in Ländern wie Ägypten. Wir sprechen nicht die Frage jetzt der Frauenrechte in der tunesischen Verfassung. All die Sachen trauen wir uns gar nicht mehr anzusprechen, weil wir sagen, oh Gott, dann kommen die Salafisten. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist. Und ich glaube, dass wir da es akzeptieren zu müssen, dass wir uns gegenseitig kritisieren. Dass Ägypter sagen können, es ist unglaublich, dass ihr keine syrischen Flüchtlinge aufnehmt. Dass wir aber auch sagen können, es ist unglaublich, dass diese Frauenrechtsorganisation durch eure Regierung blockiert keine Gelder bekommen kann. Dass wir uns dieses Niveau finden, zu sagen, das ist jeweils nicht akzeptabel und diesen Diskurs führen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vorhin etwas schockiert, als in dem Vierer-Workshop hier, als Sie, Herr Daderi, gesagt haben, 80% können wir uns doch einigen und die 20% lassen wir weg.
Das war das, was man mit den vorherigen Regimen gemacht hat. Das war das, was die gefordert hatten. Die haben gesagt, lasst uns wirtschaftlich zusammenarbeiten, lasst uns die Sachen angehen, die wir können, aber bitte sagt nichts zu den Menschenrechten und da, wo wir nichts machen können. Und ich fände es sehr traurig, wenn wir genau unter das zurückfallen. Wenn wir wieder sagen, es gibt 80%, wo wir es machen können und 20%, wo wir jeweils den Mund halten. Das fände ich ganz traurig. Das war die alte Politik, zu sagen, wir machen 80%, 20% halten wir den Mund. Und ich finde, wir müssen dahin kommen, dass wir uns trauen, bei den Okay. Auf, das ist so, okay. Vielleicht nicht so weit, aber. Vielen Dank. Die Botschaft ist angekommen. Herr Ischinger. Ja, ich finde den Punkt, den Franziska Brandner da macht, natürlich wahnsinnig spannend. Aber da tut sich natürlich, glaube ich, schon eine ganz, ganz große Frage auf. Man könnte ja vermuten, dass ein Verhalten der Europäischen Union, so wie Sie es jetzt gerade vorschlagen, von einigen anderen dann als Fortsetzung des eben gerade kritisierten Paternalismus bezeichnet wird. Wir müssen uns also schon darüber einig werden, wie wir unser Verhältnis haben wollen. Ist Kritik aus Europa an den politischen, ökonomischen, sozialen, sonstigen Verhältnissen und Entwicklungen in der Region Paternalismus oder ist es unsere Aufgabe? Und wer entscheidet das denn? Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Und ich sehe und höre, ich habe ja auch ein gewisses Verständnis dafür, großen Frust in den betroffenen Ländern über die Art und Weise, wie sie zum Teil, wahrscheinlich nicht von allen, aber wie sie zum Teil behandelt werden. Also das ist eine schwierige Gratwanderung, glaube ich, zu erläutern, dass wir eben nicht paternalistisch auftreten wollen, uns aber trotzdem das Recht herausnehmen müssen, genau das zu tun, was Sie gerade sagen. Ich halte es für eine ganz schwierige Aufgabe. Zweiter Punkt, den ich gerne noch nachtragen wollte. Wir hatten ja vorhin diese Diskussion angefangen über Syrien. Was tun? Überhaupt etwas tun? Ja, was denn überhaupt? Ich habe auch kein Patentrezept. Ich habe vorhin ja selbst gesagt, also die gelegentlich vorgetragenen Überlegungen über militärische Interventionsoptionen, die scheinen mir relativ abwegig zu sein. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man kein Prophet sein muss, um zu prognostizieren, dass der Ruf nach Intervention stärker werden wird im Westen. Das ist auch nicht für mich nicht unverständlich, weil in der Tat natürlich die Schlussfolgerung naheliegt, je länger das andauert, je länger das zu einem so tiefen und dauerhaften Hass zwischen den beteiligten Bevölkerungsgruppen in Syrien führt, desto schwieriger wird es werden, dieses Land hinterher wieder zu einem funktionierenden Staatsgebilde zusammenbringen. Und ich möchte gerne, also man soll Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, bekanntlich. Ich will trotzdem einen vielleicht schrägen Vergleich anbringen, aber er scheint mir nicht völlig abwegig zu sein. In den 90er Jahren haben wir die Katastrophe in Bosnien erlebt. Und dieses Land ist bis heute noch nicht wieder zusammengekommen. Nicht nur aus diesen Gründen, aber auch aus diesen Gründen. Auch aus den Gründen, die sich aus einem jahrelang hingezogenen, bürgerkriegsartigen Zustand entwickeln. Und das wäre meine große Sorge, wenn wir einfach weiter zugucken und wenn sich die Dinge so entwickeln, wie sie sich jetzt entwickelt haben, dann wird sich das noch lange, 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 lange hinziehen und wir werden in Syrien ganz schlimme, wie gesagt, bosnienartige Verhältnisse haben. Das wäre für die Region insgesamt und für das Land selber natürlich eine riesige Katastrophe. Kerstin Müller hat gestern Abend laut nachgedacht über eine mögliche Einrichtung von Schutzzonen, vor allem an der türkisch-syrischen Grenze. Einmal aus humanitären Gründen, zum anderen aber auch als ein politisches Signal,
dass die internationale Gemeinschaft nicht tatenlos zusieht, wie Syrien in einem Blutbad versinkt. Wäre das ein möglicher Weg zwischen Passivität und der Krieg muss sich ausbluten und einer groß angelegten Intervention, für die es vermutlich keine politische Akzeptanz geben wird, weder dort noch hier. Wer auch immer sich aufgefordert fühlt, darauf zu antworten, soll das bitte tun. Darf ich mit zwei Sätzen anfangen? Vielleicht. Also erstens mal, selbst wenn das funktionieren würde mit den Schutzzonen, würde ihre Einrichtung natürlich die Bereitschaft erfordern, seitens der beteiligten Nationen, dann auch die nächsten Schritte zu denken. Denn man kann eben leider nicht ausschließen. Das haben die Balkankonflikte auch gezeigt. Wer A sagt, muss dann möglicherweise B sagen. Wenn die Schutzzone nicht funktioniert, hängt man erst recht drin und ist dann mitverantwortlich. Und dann muss man vielleicht tatsächlich militärisch intervenieren. Wären wir denn, unsere Regierungen, nicht nur die deutsche, bereit zu solchen weitergehenden Schritten? Zweiter Punkt, gibt es denn eine internationale Mandatierung, Legitimation für solche oder ähnliche Dinge? Und da will ich nur zwei Punkte machen. Problem eins, Russland, China, Abwesenheit einer Einigung im Sicherheitsrat. Und Punkt zwei, egal was man von all diesen Methoden hält, ich würde dafür plädieren, nichts, aber auch gar nichts dürfen wir tun, ohne starkes Endorsement, starken Support seitens der Arabischen Liga. Also wir haben ja im Falle Libyen diese erfreuliche Grundkonstellation gehabt, dass eigentlich der Westen versucht hat, das fand ich in dem Vorgang Libyen das prinzipiell Gute, auf einen Vorschlag der Region zu reagieren. Ob man richtig oder falsch reagiert hat, ist die andere Frage, aber zumindest war der Ausgangspunkt eine Forderung aus der Region. Und wenn die Region, wenn die Arabische Liga, wenn die Länder der Region sich hier zusammenfinden und bestimmte konzeptionelle und strategische Vorschläge machen, dann sollten wir da sehr genau zuhören und uns nicht selber wieder von außen zu denen ernennen, die das Patentrezept in Brüssel oder in Washington erfinden. Yeah, I mean, just to carry on the Ambassador Wolfgang's comment, I think there's definitely, there has to be multiple steps ready to be taken without taking the first step. Because if step one fails, like many other initiatives have, without a viable, executable step two, you see the reaction of the Assad regime in Syria right now. He's come back and just laughing because he realizes that all of these initiatives, ceasefire, blockade, et cetera, there is really no genuine step two ready. That if step one, you do not cooperate and you don't adhere to these requirements, what's going to be the penalty? Or you're a bad boy. Okay. So, and to take the other example in Libya, it was completely different. I'm not just talking about military. Politically speaking, the Gaddafi regime was left on an island, literally. He had nowhere to reach out to except through, you know, the black market and through some of his historical relationships with other, what he called strategic partners, and those died down very quickly. In Syria, that's not the case. His network is still alive and well, and the international community, not just the EU, has not really taken any genuine steps. I was actually in the UN corridors and working, you know, rallying to try to get some support for a resolution 1970-73 for Libya. In this case of Syria, I don't think there was one single person, neither from the Syrian side or from any other Arab League side, that was working even 10% of that effort. I think this is one thing, and I think you're right. The Arab League and the Arab community has to take a big chunk of that responsibility as well. We can't just continue to say the Western world is not doing enough. I think even in the Arab community, we are not doing enough. Even in Libya, in a country coming out of turmoil, trying to stand on its feet, there are still certain things that we can do, and we are trying to do. We've committed $100 million
dollars of aid to the Syrian people, and we're still willing to commit more if that's what it takes. But you know, one hand cannot clap by itself. So there is more that can be done, and I'm unfortunately very sad to say, I don't sense that sense of urgency. And by the way, the Syrian revolution started before the Libyan revolution, and the demonstrations, and maybe even before some of the Egyptian demonstrations. And to see that it's gone this far and the Syrian people are still left out to dry, I think just as a human being, it makes me very sick. Now, politically speaking, I think there's a lot more opportunities that were there, especially with the relationship with the Russians and the Chinese and Iran and other countries that are backing Assad directly or indirectly. I don't think that those opportunities were taken advantage of. And one other thing, just, you know, for example, looking at the relationships between Libya, Egypt, or Tunis, or even Yemen, and the European Union, as long as that view of relationship is confined within the country only, I think we've completely missed the point. And what I mean by that is that, for example, in Libya, Libya can actually be a partner for the EU in many other issues, into the sub-Saharan Africa, into the illegal immigration, for example, into many, many other things. And we have to be able to expand the paradigm and expand the view of how we see these countries, okay, or how the EU and the US are seeing these countries, in order for us to actually be able to invest and cultivate the fruits of those relationships. And I think the situation of Syria has to be seen that way as well. It is not about Syria. It is not about the segmentation within Syria. There is a strategic partner in Syria for a lot of the countries, including Libya. Libya has a lot of interests in a stable Syria beyond the humanitarian and ethnic and religious bonds. There are strategic, economic, social, educational interests. And we have to be able to look at that. I think right now people are turning the other eye because it's such a complicated situation. And I don't know, maybe inner mind we're thinking, okay, maybe if we ignore it long enough, it'll go away. And I just don't see that happening. Mm-hmm. Vielen Dank. Vielleicht ein knapper Kommentar noch von Ibrahim El-Hudaybi. Ihr Präsident hat ja eine sehr energische und klare Position bezogen. Was schlagen Sie vor, um die Situation dort zu entschärfen? Und welche Rolle sehen Sie für die internationale Gemeinschaft? Ist das eine innerarabische Angelegenheit aus Ihrer Sicht? Oder haben da auch Europa, die USA eine Rolle? Those are not separate worlds to start with. But of course there's supposedly, or we would have hoped for a larger role from the Arab world, particularly from Egypt, because Egypt is in a position where it can, number one, talk to everyone. It can talk to all the partners, all the stakeholders in that case, which is not a privilege that anybody else has. I mean, even the Turks are inevitably part of the conflict, so they're not, as they would have been seen like a couple of years ago, somebody who can mediate a process. And number two, Egypt has, besides its traditional capital being the largest Arab country, it also has a new capital of the post-revolution. I mean, a country that has gone through a revolution and that has elected, democratically elected a president. But Egypt is still not doing too much in that case. Egypt is not doing too much. And I think anybody who really wants to resolve the Syrian question needs to talk to the Iranians. I mean, no matter what we think, the Iranian regime stance on Syria is disastrous and criminal. But you need to talk to them. You don't have any other options. If you really want to stop the bloodshed, you have to talk to the Iranians. That's something that's inevitable. The new Egyptian regime is still not doing that. Still hesitantly doing that, I would say. Not doing that, does not have a well-articulated position on Syria. Clearly does not have and I know it is sophisticated and it becomes really complicated, but that's not an excuse for the regime to not not do anything beyond talking in that case. And as it has been said on the panel, if it's all about talking, if it's all about that you don't have an escalation plan, a plan for escalation, then that doesn't impact the Syrian regime.
Okay, vielen Dank. Ich würde gerne das Thema wechseln. So brisant und wichtig Syrien ist, aber doch noch ganz zum Schluss ein bisschen stärker über Perspektiven sprechen. Es hat parallel, ich habe das gestern bei der Eröffnung schon gesagt, zu unserer Konferenz hier die Jahrestagung des Desertec-Konsortiums gegeben, also der Koalition, die im großen Stil Solar- und Windenergie vor allem im Maghreb errichten möchte, zum Teil für die regionale Versorgung und zum kleineren Teil auch für den Import nach Europa. Und das war nie nur ein ökonomisches Projekt. Das ist gleichzeitig im hohen Maß ein politisches Projekt. Gibt es denn etwas oder gibt es vergleichbare Ideen und Initiativen für solche Projekte, die eine Katalysatorfunktion haben können, sowohl im Hinblick auf die sozioökonomische Entwicklung in der Region, die Jobs schaffen können, die Ausbildung sagen für junge Leute sagen ermöglichen, die aber auch die politischen Beziehungen verbessern. Also in welche Richtung müssten wir denken und in welche Richtung müssten wir gehen, um wirklich eine neue Dynamik in die Beziehungen zu bringen? Welche Projekte könnten das sein? Desertec ist ja nur, sage ich mal, das ganz Große. Man kann das ja auch auf kleinerer Ebene bei den Erneuerbaren, glaube ich, viel machen. Das ist, was ich zum Beispiel immer wieder versuche, auch voranzubringen, dass man es über Städtepartnerschaften hinbekommen kann. Wir haben als Europäer innerhalb der EU eine ganz gute Erfahrung mit Städtepartnerschaften. Warum macht man nicht die Städtepartnerschaften erneuerbaren Energien zwischen deutschen Städten, die Erfahrung haben, wie man das aufbaut, mit nordafrikanischen Städten, die Lust haben, sich auf diesen Weg der Energieunabhängigkeit, wie auch immer, zu machen. Ich glaube, das kann man runterbrechen. Man braucht nicht die großen nur Unternehmen, die man da voranschickt, auch wenn ich Desertec trotzdem natürlich in der Richtung wichtig finde. Das andere ist bei der Frage Tourismus. Zum Beispiel Libyen, sehr spannend. Was wird Libyen jetzt machen? Bis jetzt sehr unterentwickelter Tourismus, obwohl eigentlich, sage ich mal, die Situation nicht so viel anders ist als in Tunesien. Was wird daraus? Macht man eine gemeinsame Initiative für zum Beispiel nachhaltigen Tourismus? Wie geht man mit den Kulturerben um? Ich glaube, das ist auch ein anderes spannendes Thema, gerade auch im Hinblick von Libyens Zukunft, breiter aufstellen als nur Öl. Ja, Tourismus, Erneuerbare, auf einer niedrigeren Ebene. Es gibt, was ich auch spannende Projekte finde, zum Beispiel gab es ja während allen Revolutionen in allen Ländern sehr viele Graffitis, sehr viel Musik, die gekommen ist. Warum verbindet man das nicht mit unseren Pop-Akademien, bringt die Leute zusammen? Warum macht man, es gibt so viele Möglichkeiten, glaube ich, wo man solche Projekte, gemeinsame Interessen zusammenbringen könnte und wo wir eigentlich als Europäer Erfahrung haben, wie man das zwischen ehemaligen, sage ich mal, auch vielleicht nicht immer unbedingt den besten Freunden machen kann. Und ich zum Beispiel ganz praktisch versuche, ich mit anzustoßen, eine Städtepartnerschaft zwischen Misrata und Mannheim. Ja, das ist auf so einer Ebene, weil ich wirklich davon überzeugt bin, man muss es die Leute auch individuell zusammenbringen und man kann es nicht einfach nur den Regierungen überlassen, so eine Gemeinschaft aufzubauen, von der wir vorhin gesprochen haben, die eben enger zusammen ist als breiter. Das andere, was wir versucht haben, im Parlament voranzubringen, ist das Erasmus für diese Region wirklich aufzustocken. Bis jetzt gibt es für die gesamte Region alle Länder, ja, mit Algerien, alles mit eingeschlossen, 700 pro Jahr für alle. Stipendien. Entschuldigung. Ja, die Stipendien, um in Europa studieren zu können, für alle europäischen Länder, 700 insgesamt. Das wurde schon aufgesteckt von ursprünglich 250. Ja, da ist noch viel Musik drin. Andererseits könnten zum Beispiel Libyen hätte auch die finanziellen Gelder zu sagen, wir machen ein Stipendienprogramm auf in die andere Richtung für Deutsche, um nach Libyen zu studieren zu kommen oder nach Tunesien oder Ägypten. Dass es nicht einseitig ist, aber man wirklich sagt, man macht da ein großes Projekt auf Forschung. Wenn man will, kann man, glaube ich, relativ weit gehen. Um noch mal ganz kurz klarzustellen, was ich vorhin meinte, mit der sich trauen, kritisch zu sein, geht natürlich einher, wenn man solche Sachen dann gleichzeitig startet. Nur zu sagen, wir sind kritisch,
Aber ansonsten bitte bleibt uns vom Hals. Das geht natürlich nicht. Für mich geht es zusammen. Und ich finde, ganz ehrlich, ich finde, gute Freunde zeichnen sich dadurch aus, dass sie kritisch untereinander sein können. Und das ist nicht ein Zeichen von Gleichheit, dass man sich nicht gegenseitig traut zu sagen, was man jeweils kritisiert, sondern eher im Gegenteil. Und ich finde, und das mache ich jetzt nicht Ihnen, Herr Ischinger, zum Vorwurf, bitte nehmen Sie es nicht persönlich, aber genau diejenigen, die Jahre und Jahrzehnte lang die Menschenrechtsverletzungen von Mubarak an alles mitgenommen haben, die jetzt sagen, ich sage gegenüber den Neuen nichts, aus Angst vor Paternalismus, da lache ich. Weil ich weiß, es sind andere Interessen, die dahinter stehen. Aber es ist ganz schick, jetzt zu sagen, ich mache das jetzt nicht, weil sonst bin ich ja paternalistisch. Und da, finde ich, müssen wir echt aufpassen. Yeah, I think as far as looking for the future, there's the opportunities are so vast and so many that it's very dangerous to sort of, you know, go after chasing hundreds and thousands of opportunities and at the end succeeding on none. So there has to be prioritizations, and I think the prioritization starts very simple with the needs. And I think internally within, for example, within Libya right now, we have to do our homework and understand what is our needs priority. Where do we start? The list is huge. You know, Gaddafi didn't leave very much of a country. After 42 years of mass destruction, there is not a single organization or institution in Libya that was left operational. The basic infrastructure of the country, the education system, the health, anything you talk about, it's rubble. So the opportunities are huge. But at the same time, if anyone thinks, including Libyans, that there's a magic wand that you're going to wave and all of a sudden Libya is going to be like Dubai, which is sometimes the dream, I think we're either neither going to be Libya nor Dubai. So there are some specific tactical opportunities short term. There are some strategic long term. And I think the Desert Tech initiative is definitely one of the long term initiatives. And I was very disappointed yesterday to speak to some of my colleagues in the Libyan government that the Libyan participation in that conference was embarrassing at the level of participation, considering how important it is when you're talking about alternative energy in the sub-Saharan district and in North Africa. I think Libya, if not the number one partner, needs to be one of the top three when it comes to that. At the same time, I think, I'm not sure what kind of deliverable was the reach, but at the end of the day, the initiative, I think, took several good steps in the right direction. One of the other very important things, and I think, and I have a business and technology background in my career, so I'm not a politician by trade, I think we have to think very practical. And when you look at the needs, the number one need right now in Libya is knowledge. It's not money, it's not commodities, it's knowledge. You have several generations that were purposely deprived of any kind of education. And I'm not talking about just books of education, just basic humanitarian education. That's the number one need. And right now I'm a big advocate for imposing legislation, or imposing maybe is not the right political word, but passing legislation for any foreign companies that wants to come and do business in Libya, from selling a bottle of water to, you know, the Boeings, there has to be some kind of an offset program where these companies commit to investing in the Libyan youth. That's got to be a condition. And it's not a plus. It's not an additional point in the tender process. No, it's a must. If you're not willing to invest in increasing the level of knowledge and sharing some of that intellectual property, we're not interested in doing business. This is just one example, and I think this is a win-win situation. Foreign companies are looking for business. Libya has the capital to invest, but also we need knowledge. We need to have that knowledge passed on to the future generations. Mm. And these are just some examples, and I think if we look beyond that into any other very strategic projects without doing the basics, I think we're setting ourselves up for failure. Hey, Schinger, passt, glaube ich, sehr gut. Sie sind ja nach Ihrer Zeit im diplomatischen Dienst in den privaten Sektor gewechselt. Und Odette Aran hat vorhin in unserer ersten Runde gesagt, also was hat die Europäische Union zu bieten? Ihre finanziellen Programme wird sie kaum aufstocken können. Also es muss eine Rolle für private Investitionen geben, sozusagen. Und Politik und müsste die Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass privates Investment
stattfinden kann in diesen Ländern, und zwar verbunden mit dem, was Sie sagen, mit Ausbildung und mit einem Beitrag, sagen, der über das unmittelbare Business-Interesse, sagen, hinausgeht. Also was könnte man tun und auf welchen Feldern, um diese Art von wirtschaftlicher Zusammenarbeit zu intensivieren? Naja, man sagt doch, nicht wahr, der Kapitalist oder das Kapital ist ein scheues Reh. Wie ein Reh. Ist ein scheues Reh, und das, dieses scheue Reh rennt ganz, ganz schnell weg, wenn es irgendwo schießt. Deswegen ist, glaube ich, die erste Vorbedingung, die erste Konditionalität für mehr privates Kapital, mehr Investition, mehr Interesse an der Region, die Gewissheit, dass die Länder der Region eine gewisse Stabilität, übrigens auch ökonomische Stabilität, nicht nur militärische Stabilität, haben. Deswegen bleibt die friedliche Lösung der bestehenden und die Überwindung oder Verhinderung künftiger Konflikte Voraussetzung Nummer eins. Ich würde gerne aber einen zweiten Punkt hinzufügen. Wenn wir uns überlegen, was kann denn das Exportgut Nummer eins aus der Europäischen Union sein für die Region, über die wir hier sprechen, dann denke ich, und ich hoffe, Sie halten das jetzt nicht für eine schiere Banalität, dann halte ich das bei Exportgut Nummer eins den Gedanken der Integration. Es ist nämlich so, dass bei Lichte betrachtet die Staaten der Region seit längerem, das kann man ja seit Generationen schon beobachten, übrigens einschließlich Israel, keineswegs nur die arabischen Staaten, die gucken alle einseitig nach Brüssel oder in die europäischen Hauptstädte. Die wollen gerne ein enges Verhältnis zu uns haben, weil sich davon Handelszugänge und alle möglichen anderen Fortschritte erfolgen. Viel zu wenig Anstrengungen sind, jedenfalls ist meine private Meinung, gemacht worden. Und da können wir natürlich auch, ohne paternalistisch wirken zu wollen, den einen oder anderen Anstoß geben. Viel zu wenig ist getan worden, um den Ländern der Region untereinander beizubringen, dass die größten Wachstums- und Stabilitätsimpulse, die sie selber setzen können, die regionale Zusammenarbeit, ja, der Gedanke der Integration ist. Es gibt überhaupt kein Gesetz, weder im Koran noch in der Bibel noch sonst wo, das sagt, dass nicht die Staaten am südlichen Rand des Mittelmeers sich genauso erfolgreich zusammenschließen können wie die Staaten am nördlichen Rand des Mittelmeers. Ja, und deswegen glaube ich, sollten wir predigen, wie gesagt, ohne paternalistisch zu wirken, dass das die große Chance für die Region ist. Und wir können dann, wenn sich regionale, bilaterale oder multilaterale, regionale Integrationsmuster entwickeln, mit solchen Gruppierungen auch viel leichter ins Gespräch kommen als Europäische Union. Also deswegen glaube ich, der Export oder zumindest das Angebot des Exports, des Gedankens der Integration, ist eine große Idee. Das ist mindestens genauso wichtig wie Desertec. Desertec halte ich für ganz wichtig, aber da ist es eben auch ganz zentral wichtig, denke ich, dass immer wieder deutlich gemacht wird, dass das nicht eine Idee der Ausbeutung ist, sondern dass es in allererster Linie den Bevölkerungen und dem ökonomischen Wachstum der betroffenen Region am südlich des Mittelmeers zugutekommen soll. Und wenn wir dann davon profitieren, würde ich sagen, auf Französisch, tant mieux. Das Gute bei Solar- und Windenergie ist ja, dass es sich um unerschöpfliche Ressourcen handelt, im Gegensatz zum Öl. Ich würde gerne als letzten unserem Gast aus Kairo nochmal das Wort geben, mit der Bitte, etwas zu sagen zu diesem Aspekt wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Sie haben sozusagen neoliberale Strategien sagen, kritisiert. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was sind Ihre Ideen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung Ägyptens mit diesen riesigen sozialen Problemen, vor denen das Land steht? Und was erwarten Sie dabei von der Zusammenarbeit mit Europa?
If those are concluding remarks, can I choose to say something else? Okay, please. It's up to you. Okay, because I think what's more relevant is what I'm trying to say now. The region, over the past couple of centuries, I would say, but particularly in the 20th century, there have been two key challenges that are there to the countries of the region, different countries of the region at large, and those are still persistent. The first is the question of unity, this sense of belonging amongst different citizens of different nation states that they belong to abroad. There's a broader sense of unity. And the second is the need for independence. What happened is that throughout the course of the 20th century, we've had different people come to power and compromise on those notions. So we've had the post-colonial governments that started with the playing with these notions, and then they started to compromise on both, and therefore their strongest opposition became the Islamists, opposed as the people who are calling for unity and calling for real independence. Now, as we see the Islamist ascent across the region to power, and this is very important to see, that they are adopting positions that are very similar to these positions adopted by the previous governments, previous regimes, on the very same issues. Now, this, from an EU perspective, now the Islamists seem to be more moderate, and therefore you can talk to them on different issues. They're more pragmatic. But strategically, I don't think this is getting you anywhere, because there's a fundamental difference between the position, the situation prior to the Arab Spring and after the Arab Spring. That is democracy. That is, prior to the Arab Spring, you could have pressured Mubarak to walk down a certain path or to adopt a certain policy. But now look at the Egyptian government. Look at the Egyptian government. The Egyptian government had issued a decree to close that all coffee shops and shops should close by 10 p.m. And people are just waiting to see how will the government even try to implement that. It's impossible. It's impossible. I mean, and look at on different fronts. The government is only capable of doing what people wanted to do, literally only doing what people wanted to do. It's incapable of doing anything else. So you should not rely on the ability of the regimes to walk down a path that does not please the people. And this takes me to the point of criticism. You definitely need to engage critically with the governments as much as you can, but it is impossible to push the governments in a direction that is not aligned with the people, with the people themselves. Now, that takes me to another point that has to do with the challenges of the Islamist ascent, because that was also one of the questions. I think that the Islamists have three key sets of challenges to deal with their ascent to power. The first is the question of state and politics, because they have had a different position than the previous governments, but not a well-articulated one. Still, very serious challenges to face. The second is the question of identity versus policy. They've been focusing on identity politics too much. Very little focus on policy, therefore very, very little knowledge on how to manage an economy, how to manage a country, how to manage... they don't have well-articulated positions on foreign policy and every... And it's too soon to ask them for that, but this is where they stand. And the third is the challenge of authenticity versus relevance, where they need to have positions that would appear as authentic, appear as aligned with the heritage, independent in the intellectual sense of it, but also relevant. And this is where Islamists are stuck today. And this is why they are, because they have been for so long trying to pose as moderates. We are the moderates. We don't fear us. We are the moderates. So they have focused too little on policy, and they have accepted the status quo just to appear as moderates. And this is where you find the acceptance of the neoliberal policies. This is where you find a lot of Islamist positions. I think that it would take time for Islamists to know how to govern, how to manage a country. Yes, you should critically engage with them in that sense, yeah. But the what is very important here is the consistency
of like when you're pushing for human rights reforms or for human rights, the consistency of that, not only on a local level but also on a regional level, that is very important. You cannot push for civil liberties, you cannot push for the rights of minorities, where in some countries 20% of the population do not have equal rights. You cannot push for civil liberties in certain countries where other countries don't. If this is a democratic, if we are pushing for a democratic region, for human rights in the region, then this applies to all the countries of the region. You cannot push for, I'm all for the ensuring the absolute equality of rights with Egypt's religious minorities, but Egypt's neighbors also should have equal rights for the ethnic minorities. Thank you. We've come to the end. So, vielen Dank. Ich habe gerade schon signalisiert, dass wir leider am Ende dieser Diskussion und damit auch am Ende der Konferenz angekommen sind. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen hier auf dem Podium, bei allen unseren Referentinnen und Referenten bedanken und bei Ihnen, dem Publikum, die Sie jetzt so wacker ausgeharrt haben. Ich fand das eine großartige Erfahrung, auch für mich selbst, diese Vielstimmigkeit. Es ist eben nicht eine homogene Region, kein Land ist ein homogener Block, und diese Vielstimmigkeit ist gerade eine demokratische Errungenschaft. Auch die Intensität der Diskussion und die Offenheit der Diskussion. Dazu gehört auch zu einem gleichberechtigten Dialog, dass wir lernen müssen, mit unseren Differenzen auf eine konstruktive Weise umzugehen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei unseren Dolmetscherinnen und Dolmetschern bedanken für den tollen Job. Und ich hoffe sehr, dass von diesen anderthalb Tagen ein Impuls ausgeht, der weitertragen wird, dass daraus Kontakte entstanden sind und Ideen entstanden sind, die zu Aktionen, zu Handlungen führen in der kommenden Zeit. Und wir werden das als Böll-Stiftung mit Sicherheit weiter verfolgen. Also Dankeschön, auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende. Applaus